Dieses Kommentar ist natürlich nicht gefälscht. Schreibt, zeig mir, wie man Frauen klärt. Ey, Digga, guck mal, siehst du die? Die fällt mir schon die ganze Zeit auf. Helf mir mal, wie ich die ansprechen soll, Mann. Ja, keine Ahnung, sag einfach, Entschuldigung, dass ich dir eine Banane gegen den Kopf geworfen habe. Was? Mach einfach. Entschuldigung, dass ich dich mit einer Banane abgeworfen habe. Oh mein Gott. Voll auf die Nase. Sophie unterstrich Schneider 99 schreibt, was würdest du tun, wenn Sven eure Wohnung nicht mehr bezahlen kann? Das kann er eh nicht. Hey! Verdammte Scheiße, ist das dein Ernst, Mann? Hä, hey, was denn? Ja! Das auch. Chana Gedöns ist mir egal, schreibt, wie alt bist du? Ja. Sag mal, wer du bist. Wer bist du? Sag doch mal, Mann. Sag doch mal. Ey, jetzt pack mich doch mal nicht ab, Mann. Ich bin verdammt nochmal alt. XX-Jessica-XX schreibt, vergeben oder Single? Deine Mutter. Judith Girl 13 fragt, was würdest du machen, wenn ein Mädchen dich einfach so küssen würde? @MarcRenéLochmann, edit mich auf Instagram. Ihr seht das wahrscheinlich schon an meiner Stirn. Die Antwort auf deine Frage sollte eigentlich so aussehen. Aber was dann dabei rausgekommen ist, war das hier. Ihr könnt es euch schon denken. Knockout. Nein! Digga, das ist kein Tekken hier. Oh, nein, Feind. Das tut voll weh. Es tut mega weh bei mir. Magnus-JR schreibt, bin ich jetzt im Video? Nils Gröns schreibt, wie viel Klimmzüge schaffst du? So Freunde, wir testen es jetzt einfach mal aus, wie lange ich hier Klimmzüge machen kann. Aber ihr wisst Bescheid, es dauert bestimmt den ganzen Tag. Deshalb beschleunige ich das ein bisschen, weil ihr wisst ja, ich bin Tiger. Genau, ich probiere es einfach mal. Ja. Okay, das zieht ziemlich. Probieren wir es einfach mal mit einem Finger. Leute. Aber Spaß. Ihr könnt es einfach mal selber ausprobieren. Ihr wisst ja jetzt, wie viel ich geschafft habe. Viel Spaß. Marina-Wings schreibt, kannst du deinen Ellenbogen ablecken? Hä? Natürlich kann ich das. Wer kann das denn nicht? Probiert es einfach mal selber aus. Guck. Yeah. Timon zockt 617 fragt, meine Frage, kannst du Sven einfach ohne Grund eine scheuen? Ja, das Leichteste, was es gibt. So Freunde, wir werden das Kommentar ein bisschen umwandeln. Ich kann ja nicht zum Sven sagen, hey, ich muss dich schlagen. Und er dann so, nein. Nein, also ich wandle das ein bisschen um. Ich sage, komm, wir machen ein Video. Wir beantworten ein paar Fragen, so wie, ja, wohnt ihr zusammen? Das sage ich ihm, dass wir die jetzt beantworten müssen. Und er sagt dann einfach nur ja. Und ich sage auch ja. Hier ist schon alles aufgebaut. Ich muss den jetzt nur noch holen. Und dann kriegt er eine Klatsche. Was geht? Ja, wer sagt jetzt? Wie ist der Klatsch eigentlich? 3, 2, 1. Ja. So, Freunde, für diese Aufgabe musste ich jetzt 2 Anläufe machen, weil der erste Anlauf ist ein bisschen schief gegangen, beziehungsweise ich hab's hingekriegt, aber ich hab ihn nicht richtig slappen können, das war nur so ein Pussy-Schädel. Jetzt probiere ich das nochmal ein bisschen härter. Ich hab ihn nicht mehr dazu bekommen, jetzt vor die Kamera zu treten, weil ich meine, das ist jetzt ein bisschen zu auffällig. Ich sag jetzt einfach, ich film was für einen Vlog. Wenn er jetzt die Tür reinkommt, probiere ich ihn einfach mal eine zu schieben. Bin so ein Mensch, ich kann keinem wehtun, das tut mir sau leid, aber selbst er hat im Nachhinein gesagt, ja, eigentlich wär's cooler, wenn du mir härter eine geschoben hättest. Okay, gut, kannst du haben, Sven. Jetzt probier es mal. So, Freunde, der Sven kriegt sozusagen das Abschlusswort jetzt für diesen Vlog. Boom! Ich wollte es was.
Ich kann's nicht, Leute, ich kann's nicht. Das nächste Mal so, Faust in die Fresse. Schreibt in die Kommentare, schiebt mir, ist das nächste Mal eine Faust, dann mache ich das auch. Dann traue ich mich vielleicht mal. Was mein Name soll hier hinschreibt, würdest du lieber eine Stunde lang in einem dunklen Raum mit Spinnen sitzen oder eine Stunde lang durchgekitzelt werden? Hä? Was ist das denn für eine dumme Frage? Natürlich würde ich den dunklen Raum mit Spinnen nehmen. Aber Spaß, wieso sollte ich den dunklen Raum mit Spinnen nehmen? Ich würde... Hallo? Hallo? Oh mein Gott. Oh, Leute, wer von euch hat jetzt geglaubt, dass die Spinnen kommen würden? Mal ehrlich, schreibt's mir in die Kommentare. Sweet-D schreibt Hashtag du frag mag sagen. Magst du Bäume? Ja. Wow, wirklich toller Baum. Jo, Freunde, was geht? Ich habe eure Fragen jetzt beantwortet. Jetzt seid ihr dran. Schreibt mir mehr Fragen in die Kommentare für einen, keine Ahnung, 7., 8., 10.000. Teil. Hier gelangt ihr zu meinem letzten Video. Ich weiß schon gar nicht mehr, was es war. Oh doch, was Männer alleine tun. Also falls ihr euch schon mal wissen wolltet, was Männer alleine tun, dann guckt euch das Video an und hier unten wisst ihr, was du für letzter Video. Genau, ihr wisst es. Wir sehen uns wieder nächste Woche Samstag. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Das ist ein besser Video.